Ja Allah, Bismillah. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich konzentriere mich nur auf meine Füße im Moment. Was ist das für Füße? Die werden immer lustiger, meine Füße, mashallah. Doktor, stell die Frage. Die Frage lautet. Gibt es so etwas wie eine spirituelle Entwicklung? Und wenn ja, wie könnte die aussehen und wie könnte ich erkennen, ob ich mich spirituell weiterentwickle? Kriegst du ein Zeugnis mit Stempel. Kannst du an die Wand machen. Ja. Gibt Sheikhs, die haben sowas. Ja? Ja, lauter Ijazas, Stempel. Bescheinigungen, dass sie spirituelle Ziele erreicht haben. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Das ist ja Sayyidina Melat, ja Sultan. Ja, Sayyidina Rasulullah, Ashabi Kiram, Sheikh Abdullah Faiz Das, Sheikh Muhammad Nazim Al-Khan, Sheikh Muhammad Adil Rabbani. Our way, or the way, also, was sprechen wir denn heute? Deutsch, heute Deutsch mal, oder? Deutsch. You can sleep. There was a. Achso, jetzt war ich schon wieder. Da gab es mal einen Sheikh. Und der war mit seinem Sohn unterwegs. Und dann. Sind sie irgendwie, haben gebetet und alles und so weiter und waren am Beten und dann die ganze Nacht und dann sind sie nach Hause gegangen und dann haben sie so ganz, die ganzen Leute schlafen gesehen. Schliefen alle da, so Moschee und da und da. Und dann sagt der Sohn, guck Vater, die schlafen hier alle. Ja, guck mal, alle am Schlafen. Die haben gerade die ganze Nacht gebetet. Alle am Schlafen hier. Da sagt der Vater zu dem Sohn, du hättest auch lieber geschlafen. Fühlen wir gerade ein wie dem Schlafen. Wir machen heute Coffee Talk. Kaffee ist hier. Und dann. Einmal war auch ein Vater, auch im selben Land, wir waren nämlich im Iran. Iran. Auch der Vater, der war mit dem Sohn eingeladen, so wie heute. Große Einladung, ein Fest, ein Festessen. Und sein Vater, der Vater von dem Sohn, der war Alim, berühmter Alim von der Stadt. Und der saß an dem Tisch und hat kaum gegessen, also ein bisschen ein Blatt, ein Blättchen mal. Also er hat einen Krümel, Allah, das ist Asket, das ist Alim Allah, man isst nicht so viel, spricht nicht viel, man isst nicht viel, man schläft auch nicht. Dann wurde gebetet, so wie heute, und da war, hat er gebetet, mehr als alle anderen. Mal noch ein paar Rakats, noch Nawafil und dies und das. Dann sind sie schließlich nach Hause gegangen. Als sie nach Hause kamen, da ist der Pfarrer zum ersten Mal, gleich erstmal zum Kühlschrank. Also die hatten ja keinen Kühlschrank, aber
zur Speisekammer und hat erstmal richtig aufgetischt und erstmal reingehauen. Dann sagt der Sohn zu ihm, Vater, hast du denn nicht gegessen? Ich hab nichts Nennenswertes, ich habe nichts Nennenswertes gegessen. Dann sagt der Sohn, der war schlau, der sagt dann zu seinem Vater, dann ist es vielleicht auch besser, wenn du noch mal deine ganzen Gebete noch mal wiederholst. Du hast wahrscheinlich dann auch nichts Nennenswertes gebetet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sehnsucht stärken. Er ist der deine Sehnsucht in dein Herz gelegt hat. Er ist der die Sehnsucht nach ihm in dein Herz gelegt hat. Und wir haben die gleiche Sehnsucht. Wir haben unendliche Sehnsucht nach ihm. Und das deshalb, weil er das uns unser Herz gegeben hat, weil er, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, hat noch mehr Sehnsucht als wir nach dir, nach euch, nach uns, nach jedem. Große Sehnsucht. Subhanallah. Er hat eine große Sehnsucht, sich zu vereinigen und zu lieben und zu Liebe zu geben, geliebt zu werden und zu empfangen und sich zu vereinigen. Große Sehnsucht. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghazali sagt, dass wenn wir die Intensität von dieser Sehnsucht, Allahs Sehnsucht, spüren könnten oder etwas davon erfahren, würden wir sofort ins Akhira gehen, sofort in die Nichtexistenz. Er zeigt uns ein Atom von seiner Sehnsucht, die er nach dir hat und nach uns hat, ein Atom davon und du bist von dieser Wahrheit und du bist deswegen liegt die Frage nahe, was ist denn spirituelle Entwicklung? Erstmal. Das ist immer so ein Wort. So ein Satz, spirituelle Entwicklung. Es führt in die Irre, kann sehr leicht in die Irre führen. Wenn du sagst, schon mal geistige Entwicklung ist besser, geistige Entwicklung, dein Geist, dein Ruh, deine Seele und dein Ruh, wie sich das entwickelt, wie soll sich das denn entwickeln? Kann man da auch PhD machen und dann, wie gesagt, mit dem Stempel dann? Die entwickelt sich durch Rückentwicklung unseres Egos. Weil das verhindert ja. Das Einzige, was das verhindert, in diese Sehnsucht zu empfangen und in die Sehnsucht hineinzugehen und die Sehnsucht zu erfüllen, ist unser Nafs, ist unser Ego, unsere Vorstellung, unser Ego. Unser Ich, unsere Ichheit. Die Ichheit, die denkt. Und sie meint, durch dieses Denken muss sie irgendwo zum Ziel kommen. Und es sind Dinge, die kannst du nicht denken, die kannst du nicht mal ausdenken. Und nicht denken und nicht nachvollziehen und nicht darüber sprechen und nicht intellektuell sozusagen gedanklich nachvollziehen, außer äußerlich, ja. An Anzeichen, Zeichen sehen.
sollen schon unseren Verstand gebrauchen. Du sollst deinen Intellekt, den du von Allah bekommen hast, schon gebrauchen. Was heißt, Intellekt heißt was anderes auf Lateinisch. Also Verstand. Ratio. Nee, Ratio ist Vernunft. Es geht um den höheren Intellekt vom göttlichen Namen Al-Latif. Latif, Feinheit, Sublimierung, Feinheit, unendliche Feinheit, ohne Ende Feinheit. Und Al-Ghazali wiederum sagt, dass Latif ist die Eigenschaft. Akel heißt das. Akel ist der Intellekt. Auf Arabisch sagst du Akel. Das übersetzen die Leute so mit Verstand. Ja, aber es gibt natürlich den Verstand, den Mind, the Mind, den man gebrauchen muss im täglichen Leben und auch auf Allah bezogen, kann man sehr gut gebrauchen. Und dann gibt es Akel, ist der Intellekt, der geistige Intellekt. Das beschreibt Al-Ghazali so, das Akel ist eine feine Substanz, eben Latif, ja, deswegen eine sehr, sehr feine Substanz, die eben mit dieser Eigenschaft Al-Latif, mit der Feinheit ausgestattet ist und die sich in der Nähe des Herzens befindet, so sagt er, befindet sich in der Nähe des Herzens. Ja, Herz soll der Sitz von Allah sein, so dein Zentrum. Da in der Nähe ist Akel, der Intellekt. Ja, dieses Instrument ist kein Instrument, Organ, geistige Organ, ja, ist dafür da, dass du, wenn du so willst, dich entwickelst. Entwickeln, Allah erkennen, haben wir ja neulich gesagt, erkennen, Erkenntnis. Sagt er ja auch, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, wir sind erschaffen worden, wir sitzen hier eigentlich nur, wir laufen hier rum, hin und her, schlafen, essen, trinken, arbeiten, dies, das. In dieser Welt wuseln wir rum. Wir sind aber nur dazu da, um ihn zu erkennen, um ihn zu dienen, steht im Koran. Und dann haben sie das ausgelegt, die Wissenden, Gotteskenner, die Heiligen, ihn zu erkennen. Der beste Dienst, was ist der beste Dienst an Allah? Ihn zu erkennen. Oder etwas von ihm zu wissen, kann man auch sagen. Etwas von ihm zu wissen. Ja. Jetzt ist die Frage, oder die hat Großscheich gestellt, was ist das beste Wissen? Was ist das beste Wissen? Was dir am meisten nützt für geistige Entwicklung, wenn man so will, um dein Ziel zu erreichen. Was ist das beste Wissen? Beste Wissen ist zu wissen, dass Allah dich sieht. Dass er dich sieht. Immer und überall sieht, immer und überall dich hört, überall von dir weiß, überall und immer präsent ist, gegenwärtig ist, innen und außen. Dieses Wissen ist das beste Wissen. Das sollen wir erreichen. Weil wenn du dieses Wissen hast, das ist Ihsan. Ihsan. Der Gabriel, Friede sei mit ihm, hat den Propheten gefragt, ist runtergekommen, vom Himmel, weil Jamaat, die Gefährten vom Propheten saßen, dann ist er runtergekommen und hat dem Propheten Fragen gestellt.
Und die wussten nicht, wer der war. Der kam einfach an, hatte keine Spuren von Reise, war total schön, super schön, hat geleuchtet. Die haben, konnten nichts sagen, die waren platt. Dann hat er sich vor den Propheten direkt hingesetzt und hat gesagt, was ist Islam? Der Prophet hat gesagt, Islam ist fünf Säulen. Ja, ist fünf Säulen des Islam, hat er erklärt. Fard. Und dann hat er gesagt, richtig, hat der Besucher, dieser Fremde gesagt, richtig, hat es bestätigt. Und die haben sich gewundert, wieso der den fragt, und dann sagt er, richtig. Dann hat er gefragt, was ist Iman? Dann hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geantwortet, dass die sechs Glaubens, sagt man, Sätze, ja, an Allah glaubst du, an seine Engel, an die Bücher, an die Propheten, an den Tag des Gerichts und daran, dass Allah das Gute und das Schlechte erschaffen hat. Ja. Und so weiter, sagt er, richtig. Und dann fragt er ihn, was ist Ihsan? Und der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, Ihsan ist, dass du so handelst, dass du Allah siehst, dass du Allah siehst, vor dir siehst. Seine Omnipräsenz, seine Allgegenwärtigkeit siehst du vor dir. Und wenn du ihn nicht siehst, und das ist sehr wahrscheinlich bei uns, ja, dass wir ihn eher nicht sehen, dann mindestens zu wissen, dass mit 100- und 1000-prozentiger Yakin, Sicherheit, dass er dich sieht. Das ist Ihsan. Ja, das ist, und Ihsan, sagt man, Sufismus beruht auf Ihsan, sozusagen, Tariqat, sagen wir mal, Tasawuf. Weil der ist dann verschwunden, dieser Fremde, der ist dann weg. Und der Sayyidina Omar ist noch hinterher, weil der Prophet hat gesagt, geh mal hin und guck mal, wo der ist, was ist das für einer? Der ist hinterhergegangen und als er schon rausging, war der weg, war nichts von dem da, von Jibril a.s. Dann kam er wieder zurück und dann hat er gesagt, und, hast du ihn gesehen? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, wer war das denn? Ja, du weißt es besser. Dann sagt der Prophet, das war Gabriel, Friede sei mit ihm, Jibril a.s., der ist gekommen, um euch eure Religion zu lehren, eure Din, euren Weg zu zeigen. Woraus besteht euer Weg? Was ist die Definition eures Weges? Muslims ist Islam. Islam. Das ist ein sehr wichtiger Hadith, sehr berühmter Bericht. Alle kennen das und keiner befolgt es. Oder kaum noch jemand. Weil es zeigt ganz klar, dass Islam drei Dinge sind. Erstmal Islam, die Regeln des Islam. Und Iman, Regeln des Islam, die kann man natürlich sehen. Ich kann sehen, ob du betest, ob du nicht betest, ob du fastest, nicht fastest, ob du zu Hadsch fährst, nicht zu Hadsch fährst und dies und das kann ich ja sehen. Das ist äußerlich manifestiert. Iman ist schon was anderes. Iman kann ich nicht sehen unbedingt bei dir. Der Scheich kann sehen, ob du Iman hast. Ja. Und ein Gläubiger, einer, der wahren Glauben erreicht hat, ein Mu'min, ein wahrer Mu'min, auch. Der kann auch das vielleicht feststellen. Aber es ist was sozusagen Privates zwischen dir und Allah. Nicht überall sichtbar, wie dein Glaube ist, ja? wie wahr der ist, ob das offen ist oder noch nicht offen, oder ja, wie weit die geistige Entwicklung, ja, von der du redest, wie weit die ist. Und dann Ihsan, eben die Gewissheit, ist auch natürlich nicht sichtbar, kannst du nicht. Ja, der Scheich, der weiß, dein Murschid, dein Scheich, der weiß deinen Zustand, dein Level, deine geistige Entwicklung, wo du stehst, weiß der. Ja, und das Ihsan, das ist das, worauf die Tariqat eigentlich beruht. Ja. Deswegen, du musst ein Muslim, kann ich einfach sagen, ich bin Muslim und so und ich habe mit Tariqat nichts zu tun. Doch, hast du. Du hast zu tun mit Ihsan. Und du hast zu tun mit Iman auch. Der Prophet hat unterschieden, sallallahu alaihi wasallam, zwischen Muslim und Mu'min zum Beispiel. Weil es kamen Leute zu ihm, die haben
weiß nicht genau die Geschichte, aber die haben auf jeden Fall behauptet, dass sie eben Mu'mine sind, dass sie Gläubige sind. Ja, gab es irgendwas, eine Angelegenheit, haben sie gesagt, wir sind ja Gläubige, ja Rasulullah. Da hat er gesagt, sagt nicht, ihr seid Gläubige, ihr seid noch nicht Gläubige, ihr seid Muslime. Ihr habt noch nicht mit dem Herzen den Glauben noch nicht erreicht, ihr seid Muslime. Ja, ihr sagt, legt das Zeugnis ab, ihr glaubt und ihr tut euer Bestes. Und das ist auch okay, aber sagt nicht, ihr seid Mu'mine. Mu'min ist eine andere Öffnung, ein anderes Ding. Und da wollen wir hin. Das ist die geistige Entwicklung. Geistige Entwicklung ist Muslim, Iman, Ihsan. Und da gibt es viele Beispiele natürlich. Ja, die Heiligen, die Aulias, die sind solche Beispiele. Ja, da gibt es ganz viele Berichte über sie, wo sie selber gesprochen haben, gefragt worden sind, wo sie geantwortet haben. Gottesschau, ja, wo sie Gott schauen. Das sind Leute, die Gott schauen. Manche direkt schauen, manche, oder die sehen zumindest in allem Gott, in allem Allah. Gibt nichts, nichts, gar nichts, wo sie nicht Allah sehen. Sie sehen im Allen alles. Über jeden, den sie angucken, jedes Stäubchen, alles. Ja, das ist diese Stufe. Ja, das ist das Ziel. Ja, und wie haben wir das? Das ist durch Sehnsucht. Wir sitzen hier und wir haben Sehnsucht. Jeder hier von uns hat Sehnsucht. Ob er es weiß oder nicht. Du hast Sehnsucht, diesen Knülch von Ego, diesen Kerl, Karl, der Große, Karl, der ein ganzer Kerl, Karl weiß, was er will. Ja, Karl gibt nicht auf. Er gibt nicht auf, nein. Den willst du loswerden. Da hast du schon mal eine große Sehnsucht. Warum? Weil du Sehnsucht hast, aufzuatmen und zu lassen. Du hast große Sehnsucht, es zu lassen. Deine Gedanken zu lassen, deine quälenden Gedanken und versuchen, diese Geschichte mit den Gedanken zu lösen, ist ein unmögliches Unterfangen. Du musst es lassen. Du musst es lassen. Das ist deine Sehnsucht. Weil du in diese Liebe kommen willst. In diese Sehnsucht. Ja, in das Vertrauen. In die Schönheit. In die Geistigkeit. In die Kraft. In die ganzen Geheimnisse von Allah. Was immer der dir gibt. Wenn du es nimmst. Dazu musst du aufgeben. Deswegen ist es gefährlich zu sprechen, geistige Entwicklung, spirituelle Entwicklung, dies, das, Bewusstsein, dieses. Es ist Liebe, es muss Liebe sein. Sufismus, Islam hat die Liebe. Das haben die nicht, die anderen Richtungen in dem Sinne so. Wir haben die Liebe, es geht nur über die Liebe. Und diese Liebe zeigt sich, deine Liebe zeigt sich in der Liebe zu deinen Mitmenschen, im täglichen Leben. Einer, der dient, gegen seinen Nafs, gegen seine Müdigkeit, gegen seine Faulheit, wird auch nicht beachtet, er kriegt auch kein Lob dafür. Und der dient und dient und dient und dient. Das ist für mich eine geistige Entwicklung. So eine Person ist hochstehend. Zum Beispiel eine Hausfrau, die 5 Kinder hat oder 6, 7 Kinder hat und die zu Hause am Herd steht. Ja, in der Gesellschaft das Letzte sozusagen. Absolut. Was? Hausruf 7? Oh, asozial. Furchtbar. Nicht geehrt. Verdammt auch noch. Und der Mann, der Großmann, der sieht auch nichts. Der nimmt es auch selbstverständlich und meint, er ist der Größte und jetzt machen wir. Und sie dient. Egal wie das ist, sie dient. Und sie dient. Das ist der Geist, das ist für mich. Und sie klagt nicht. Und sie ist happy dabei. Und sie lächelt noch dabei. Das ist Geist. Wenn du wissen willst, was geistige Entwicklung ist, ein Zeichen von geistiger Entwicklung, das ist geistige Entwicklung. Und auch Brüder, die dienen. Und immer happy sind. Sich nie beklagen.
und dienen. Anderen Menschen dienen. Wie dienst du Allah? Indem du den anderen Menschen dienst. Wie nennen wir das? Spirituelle Entwicklung nenne ich das. Das ist spirituelle Entwicklung. Nicht, ob ich jetzt da sitze und sage, oh, ich muss das lösen. Ich kann es nicht lösen. Ich kann mich noch nicht lösen. Du musst dich lösen. Die verstehen doch nicht, dann lesen sie Rumi, die verstehen den gar nicht. Lose yourself, sagt der Rumi. Ein ganzes Riesengedicht darüber. Lose yourself. Halte nicht fest an deiner Geschichte, an deinem Nafs, an deinem Ego, an deinem, ich weiß nicht was. Wir waren mit Scheich und wir sind mit Scheich. Und der Scheich, der Meister, der tut uns genau das. Er ist der Akteur in dieser Geschichte. Allah ist alles. Er ist der Ursprung und er gibt den Ursprung der Sehnsucht, den Ursprung der Liebe, Ya Wadud. Und alles. Und er gibt es seinen Freunden, die Aufgabe oder wie man das sagt, dass sie es geben in unsere Herzen. Deswegen müssen es, die Verbindung zu denen ist essentiell, natürlich. Die Verbindung für einen Muslim, für einen Mu'min, die Verbindung zu Sayyidina Rasulullah ist natürlich essentiell. Ohne die Verbindung gäbe es gar nichts. Nichts, überhaupt nichts. Nicht mal irgendwas, worüber wir noch sprechen könnten. Nur wegen ihm, da ist das Geheimnis, diese Liebe, darum geht es. Und die Liebe zeigt sich in deiner Selbstlosigkeit deinen Brüdern und Schwestern gegenüber, deinen Mitmenschen gegenüber, deiner Frau gegenüber, deinem Mann gegenüber, deinen Kindern gegenüber, deinen Mitmenschen gegenüber, deine Selbstlosigkeit und dein Absehen von deinem Ego überall, wo es geht. Lose yourself, sagt er immer, der Rumi. Don't look to yourself. Wir gucken sogar zu uns selbst, wenn wir beten. Ich bete immer Tahajjud. Ich bin ein Tahajjud-Beter. Hochgradiger Murid. Nachts ist die wichtigste Zeit, hat der Scheich gesagt, da gehe ich beten. Da mache ich Wudu und dann stehe ich ganz alleine vor Allah. Niemand guckt zu. Ja, Allahu Akbar. Mein heiliges Gebet. Das heilige Gebet des Bruder Hassans. Da ist ja jemand. Wer ist denn da? War da jemand? Da ist jemand. Ach ja, das bin ich ja selber. Also, ich gucke mir selber zu beim Beten. Die Syrer, die haben einen super Spruch, den finde ich so toll. Wenn die den Stolz beschreiben, Stolz, wenn einer stolz ist oder verpeilt in diesem Sinne. Ja, Stolz ist ja eine Verpeiltheit. Dann sagen die, dann haben die Syrer, so ein Volkenspruch, eine Lijna Suri, die sagen, Hua Shafa Halu. Hua Shafa Halu. Das heißt, der ist stolz. Der ist stolz und verpeilt. Der macht irgendwas und dann hat er Shafa Halu. Shafa Halu heißt, er sah seinen Zustand. Er sah seinen Zustand. Wenn du deinen Zustand anguckst, dann bist du verpeilt. Dann hast du Stolz. Du siehst nicht Allah, den Geliebten, du siehst dich selber. So wie mit dem Bart, wo der Arme gesagt, der da 50 Jahre gebetet hat, in der jüdischen Glauben mit Moses Zeit, dann sagt er zu Moses, frag mal Allah, warum ich hier nichts schmecke. Ich bete 50 Jahre und ich schmecke nichts. Keine Süße, nichts von dieser Geistigkeit oder irgendwas. Und Moses fragt Allah und er kommt da zurück. Und dann fragt er, hast du deinen Herrn gefragt? Ja, ich habe ihn gefragt, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, du seist immer mit deinem Bart beschäftigt.
Und da fiel es ihnen von wie Schuppen von den Augen. Plötzlich hat er das gemerkt, dass er total verpeilt ist, 50 Jahre lang verpeilt. Und dann ist er ausgerastet. Dann hat er sofort seinen Bart genommen und gezogen. Dann hat er auch seine Kleider zerrissen und sich auf den Boden hin und her gewälzt und geschrien. Er hat gemerkt, die 50 Jahre in Sand gesetzt, ja, mit Beten und alles Frömmigkeit, Hochacht. Und der rollt sich da hin und her und da Staubwolke und Moses staunt, denkt, oh, was ist hier los und so. Plötzlich steht jemand neben Moses, kommt einer, klopft ihn auf die Schulter und sagt, hey Moses, guck mal, der ist immer noch mit seinem Bart beschäftigt. Ja, einmal kämmt er ihn und einmal reißt er ihn aus. Also sei vorsichtig mit deiner Ego-Arbeit. Ich habe ja Ego. Ich muss an meinem Ego arbeiten. Vergiss dein Ego. So wichtig ist das nicht. Hat Sheikh Adnan immer gesagt, Allah yarhamu, karasasurulia. Möge Allah uns gnädig sein. Gnädig sein, barmherzig sein, angesichts unserer Dummheiten und Vielfalt, nicht genug Respekt, nicht Liebe, nicht Dankbarkeit, nicht alles nicht. Möge Allah uns schützen und in dieser Richtung uns öffnen, einfach das Herz öffnen für die Liebe. Das ist Entwicklung. وَمِنَ اللَّهُ تَوْفِيقُ بِرُمَةِ الْفَاتِحَ آمين تَقَوَلَ اللَّهُ